So, wir sind drin, endlich. Thorsten, wir sind endlich drin, oder? Ja, wir sind drin. Endlich, die ersten Aufnahmen hier. Gamescom 2024, Tag Nummer 1. Wir sind drin. Es geht los. Wir gehen zur ersten Halle, Leute. Ich bin mega gehypt drauf, natürlich das neue Dragon Ball Sparking Zero anzuspielen in Halle Nummer 6. Ich bin recht gehypt drauf. Wir werden euch dann die ganzen Szenen zeigen, was hier so abgeht. Los geht's, wir gehen hoch und euch allen ganz viel Spaß. Let's go! Wir sind jetzt bei Gamescom Campus Area. Halle 10.2, Leute. Könnte sein, dass es ein bisschen laut ist, aber wir werden näher unsere Rode-Mikrofone benutzen. Deswegen erste Aufnahmen auf ganz entspannt. Ja, wir gehen weiter. Los geht's. Was geht ab, meine lieben Sergeant Friends? Ja, ich begrüße euch recht herzlich zur Gamescom Tag Nummer 1. Wir sind endlich da. Der liebe Phoenix kann jetzt mal rechts nach rechts schwenken. Wir sind endlich da. Hier. Den ersten Stand, den ich jetzt anzocken werde, und zwar Dragon Ball Sparking Zero. Da ist er, der allmächtige, the one and only Son Goku. Das wird ultra geil. Das wird ultra geil. Der Hype ist auf jeden Fall da, seit Anfang des Jahres, wo der erste Trailer rauskam. Ich würde mal sagen, wir werden uns einfach mal langsam mal anstellen, wenn wir nicht zum Zocken kommen. Und der gute Phoenix nimmt uns ein bisschen hier mit und filmt hier ein bisschen auf. Es kann sein, dass ein bisschen was laut ist, aber man kann mich eigentlich gut verstehen mit dem Rode-Mikrofon. Ihr seht's. Wir werden uns jetzt erstmal mal so langsam anstellen und das dann mal ausprobieren. Und ich denke mal, das wird ein Riesending. Wir gehen mal uns anstellen, auf ganz gechillt. Kommt mit, Leute. Ja, wir machen es immer Schritt für Schritt und zocken gleich das neue Dragon Ball Sparking Zero Game. So, wir machen es hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann vorm Stand bin und dann spiele. Bis gleich. So, meine Sergeant Friends, hier seht es, ich bin im Stand von Dragon Ball Sparking Zero. Jetzt wird gezockt. Ich bin gespannt. Jetzt Kopfhörer an. Falls ich zu laut bin, verzeiht. Wir gehen rein. Oh, wie geil. Erstes Mal Gameplay, Leute. Mit Vegeta? Nee, gegen Vegeta. Okay. Richtig geil. Hype ist da, Leute. So, wir fangen an. Los geht's. Wow, 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 wow. Wie kann man denn blocken, Leute? Scheiße. Alter, wie geil. Ui, ui, ui. Wie kann man denn aufladen? Ki-Energie? Ah, hier. Hä? Okay. Ah, das ist doch. Bam! Mein erster Kamehameha, Leute. Nochmal. Hier, Dragon Fist. Oh, was ist da los? Wo ist der? Wo ist er? Geil! Wuhu! Ja, den Tag habe ich eben gemeint. Die ist so geil, Alter. Ist die geil. Hohoho! Alter Schwede. All fire up. Ah, ich kann mich verwandeln. Hier, pass auf. Nochmal. Oh, er wird zum Super Saiyajin. Okay. Wow. Nochmal. Die Attacke ist so geil. So geil. Bam. Wow, alter Schwede. Die grabe ich so Hammer. Ah, Super Saiyajin. Woo. Alter. Oh, er wird zum Super Saiyajin God. Jetzt kommt er die nächste Stufe. Hier, zack. Ah, die grabe ich so Hammer, Alter.
Der ist doch platt, was ist das denn? Ich habe gar nicht viel gemacht. Was geht ab, meine lieben Sidechain-Freunde? Ich befinde mich hier in Halle 6 in dem Bandai-Stand. Ihr seht, wir haben ja gerade eben Dragon Ball Sparking Zero angespielt. Es ist auf jeden Fall mega voll hier, wirklich krass. Und ich konnte den Genuss haben, ja, das neue Spiel anzuspielen. Es war unglaublich krass. Die Grafik ist gut, Gameplay ist Bombe, Charaktereauswahl bis jetzt super. Ich hoffe mal, dass man irgendwie Dragon Ball GT-Charakter noch kriegen könnte. Ich vermute mal eher zur DLC-Zeit, wenn das irgendwie dann released wird. Aber ich bin gespannt, was die nächste Woche noch so kommen. Aber ich vermute mal ganz klar, Bandai will uns so ein bisschen zappeln lassen, dass die Charaktere dann bald nach und nach kommen. Weil ihr wisst ja, Sex Cells, die werden ganz klar die Charaktere noch ein bisschen hypen. Die wollen die Charaktere noch so ein bisschen hypen, damit die auf jeden Fall, ja, das irgendwann dann rausbringen. Also bis jetzt haben wir, glaube ich, über 80 Charaktere oder mehr, 90. Aber bis jetzt, Gameplay richtig cool. Ich habe ja nichts anderes erwartet. Und ich habe ja schon vor einem Monat schon die Trailers gesehen, Gameplay gesehen. Einfach nur fantastisch. Und ich denke mal, da wird uns Bandai Namco nicht enttäuschen. Das wird bestimmt ein richtig geiles Game. Nach über 15 Jahren ein neues Tenkaichi-Spiel. Das ist schon geil. Darauf haben alle Dragon Ball Fans sehnsüchtig darauf gewartet. Und ich denke mal ganz klar, da werden wir nichts falsch machen. Denkt dran, Leute, zu Release 11. Oktober kauft ihr das Spiel. Es wird euch nicht enttäuschen. Für jeden Dragon Ball Fan ein absolutes Muss. Wenn ich das schon sage als waschechter Fan, dann müsst ihr es auf jeden Fall holen. Definitiv. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt durch die nächsten Hallen, durch die nächsten, ja, Spiele, was wir noch anzocken können. Und eventuell noch die ganzen Anime-Merch, werden wir noch alles abchecken. Cosplay Village wird auf uns zukommen noch. Alles und noch viel mehr. Wartet's ab. Bis gleich. We'll be right back.
den schaffst du. So, Phoenix, mein Lieber, wie geht's dir bis jetzt? Nach vier Stunden, fünf Stunden, wo wir hier sind, alles auf entspannt heute, ne? Total entspannt. Erster Gamescom-Tag. Ohne Stress. Genau. Nicht so viele Leute. Nö, es geht, aber morgen wird es voller sein. Also, morgen haben wir ja Samstag, heute ist der Gamescom-Tag Nummer 1 bei mir. Ne? Heute ist der Freitag bei uns und Samstag, also morgen, da hauen wir richtig rein, definitiv, und wird schon anders wild. Ich bin schon recht gespannt drauf, euch hier meine Reise mitzunehmen zu dem, man kann sagen, Gamescom Vlog 2024. Ja, wir gehen jetzt zur nächsten Hallen und wünsche euch allen noch ganz viel Spaß in den nächsten Szenen. Ich werde alles so nach und nach einblenden, ne? Mal die Halle, ne? Zwischendurch mal was anderes, auch mal eine Chili-Milli-Runde draußen irgendwo hinsetzen. Und auf ganz entspannt, ja, wir gehen rein, let's go. So, wir gehen mal kurz hier vorne, ist auch ein richtig günstiger Bereich, da gehe ich fast jedes Jahr hin. Hier sind alles Sachen, die reduziert sind und mal irgendwie, ja, eine kleine Macke haben, einen kleinen Fleck haben, hier Abkürzung. Hier kosten die Tassen 5 Euro, die junge Dame meinte eben was von 10 Euro, aber hier ist, glaube ich, viel mit Dragon Ball, habe ich gesehen, und Pokémon. Aber für einen Fünfer ist wirklich mega billig. Hier sind 10. Junge, Dragon Ball Super am Start. Das war halt Fünfer, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, oder? Kann man mit euch mitnehmen? Ja, komm. Das ist Dragon Ball, Leute. Das sieht gut aus. Das war ein Fünfer. Den nehme ich mit. Guck mal hier. Hier. Kolbemeister, Kolbe. Was kostet der? 3 Euro oder was? Ui. Das ist ja günstig. Komm, die nehme ich mit. Für 3 Euro. Leute, ich sag euch ehrlich, gerade eben Schnapper gemacht. Der junge Mann sagte mir 5 Euro für den Krümelmonster. Aber die andere Verkäuferin sagte zu mir 10. Deswegen habe ich mir gedacht, hä? Da stimmt doch was nicht. Erste Gebot ist der richtige Gebot. Also 5er mitgenommen. Richtig geil. Noch dazu habt ihr eben gesehen, eine Dragon Ball Tasse. Für einen Fünfer und ein Kissen für 3 Euro. Ich habe 13 Euro, jetzt keine 12. 13. Fertig, wir machen weiter, auf geht's. So, meine Saiyajin Friends, wir gehen jetzt ab nach draußen. Wir sind jetzt hier fertig. Ja. Endlich. Der Dorf ist fertig, ja, endlich. Aber wir waren aber trotzdem gechillt heute. Wir haben uns nicht irgendwie abgehetzt oder so, oder? Ja, ich habe mal wieder übertrieben schwere Sachen geschleppt und das mit einer Hand nur geschleppt. Ne? Ja, und ich dann mit einer Hand. So, passt auf, guck mal oben. Ja, auch ganz süß. Ja, du wolltest doch beim Reingehen heute eigentlich. Wir sind im falschen Eingang rein. Wir wollten eigentlich heute hier einen Opener machen, haben wir aber nicht geschafft. Ja. Da kosten sogar Regale. Ja, ja, krass. Wir werden morgen früh den Opener hier machen. Ich würde mal sagen, euch allen noch einen entspannten Morgen, Mittag, Abend, wann ihr das Video eh anseht. Ich switche mal rüber zum zweiten Tag. Heute haben wir Freitag und nach dieser Szene kommt dann auf jeden Fall der zweite Teil. Es wird dann wie gesagt ein Dreiteiler werden, also ja, drei Teile in einem Video, ne? Ein Vlog. Deswegen, wir sehen uns gleich zum zweiten Tag wieder. Bis gleich. Und ich sag mal nur eins, Saiyajin, beste Grüße gehen euch raus. Und Phoenix sagt auch noch was. Ciao, ciao, bis morgen. Genau, wir sehen uns morgen, Leute. Also wir sehen uns. Gehst gleich nach der Szene. So, Tag Nummer 2 kommt jetzt. Ja, wir gehen jetzt ab zur Gamescom jetzt. Tag Nummer 2, habe ich schon eben gesagt. Ihr habt ja gestern die ersten Aufnahmen gesehen vom letzten Tag, von Freitag. Heute haben wir ja Samstag. Und ja, da kann der Kurs der Phoenix mal zeigen. Da ist der Eingang von der Gamescom. Also wirklich cool. Ich werde euch auf jeden Fall einige Szenen auf jeden Fall zeigen nach und nach. Auf ganz entspannt. Und ja. Phoenix, bist du ready? Vielleicht, okay. Hört sich auf jeden Fall nicht cool an. Aber gut, euch allen ganz, ganz viel Spaß. Ihr seht es ist nicht so voll, ne? Aber kann sich alles nachher ändern. Deswegen alles auf ganz entspannt. Und ja, jetzt kommt der Security-Check. Deswegen machen wir jetzt mal hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Sergeant Friends, wir sind jetzt gerade reingekommen. Ja, wie gesagt, jetzt geht's los. Hier sind die ersten Hallen.
die wir jetzt abchecken werden. Wir haben ja gestern nicht alle Hallen abgecheckt. Wir waren, glaube ich, in 4-5 Hallen. Okay, sehr großer Typ. Wir waren, wie gesagt, in 4-5 Hallen bis jetzt. Und wir werden jetzt heute alle Hallen so abchecken, wo wir noch nicht waren. Und wenn wir alles so durch sind, dann können wir mal so entspannt mal da gehen. Wir werden auch ein paar Livestreams machen, auf ganz entspannt. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was wir noch alles hier finden werden. Also, wir haben ja gestern ein bisschen eingekauft. Der Phoenix auf jeden Fall enorm gestern. Mit T-Shirts ohne Ende und so, aber... 10 Stück, ja, da hat er schon im Stream gestern gezeigt. Ja, wie gesagt, wir gucken mal. Und wir werden euch, wie gesagt, zwischendurch immer ein paar Hallen zeigen, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Bisschen da Highlight, bisschen da Highlight. Und wir werden eventuell noch gleich das Drawing Ball Sparking Zero heute noch mal anspielen, natürlich. Und ein bisschen intensiver. Gestern habt ihr ja meine ersten Eindrücke ja gesehen. Ich war total ja begeistert. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt ab zur ersten Halle. Euch allen noch ganz viel Spaß. Weiterhin mal gucken. Und ja, wir machen weiter. Let's go. Was geht ab, meine Sergeant Friends? Ich befinde mich hier auf der Retro Area. Hier wird auf jeden Fall gezockt. Hier kann man alles anspielen, Leute. Hier sitzt ja. Retro Arcade Sachen. Hallo, grüß dich. Alles gut. Auf jeden Fall richtig cool. Hier auch sehr nice. Amiga 2500. Der Hugo. Ne, kennt ihr auch von der Fernsehserie, der Telefonspiel. Auch hier kann man rechts sehen, auch der rechte Bildschirm. Da ist der Hugo am Start. Hier kann der Thorsten mal rechts... Ja genau, passt, wunderbar. Auch hier Super Mario Kart kannst du spielen. Ach, da ist der Manuel selber. Manuel, grüß dich, was geht? Ja, ne? Ah. Wir müssen gerade auf, alles gut? Ja, super, bei euch auch. Ja, super, super. Ja, bis jetzt klasse, mega cool. Das ist der gute Manuel, wo wir eben noch da waren im Stand. Zusammen, ne? Da ist der Allerechte. Der Allerechte, ja. Ja, wie lange bist du noch hier? Bis Sonntag? Bis einschließlich Sonntag. Ich bin ja als Aussteller hier vor Ort. Ja. Seit Dienstag bin ich ja schon da. Ne? Und sehr cool, sehr cool. Genau. Auf jeden Fall werden wir eine schöne Gamescom noch haben. Wir haben jetzt noch den Samstag vor uns, den Sonntag. Und ja, wir haben ja gestern, waren wir ja 5 Hallen gewesen ungefähr. War ja nicht alles, aber heute greifen wir richtig an. Ist richtig voll, ne? Ja, heute, ja. Heute ist mehr voller wie gestern, also wow. Aber auch schön, wirklich. Das freut mich. Ja, was war euer Highlight? Bis jetzt, wir haben nicht viel angespielt. Da war auch irgendein so ein Spiel, wie hieß es nochmal? Ein Horrorspiel, was für den PC rauskommt. Kommt aber im Halloween erst raus. Ich weiß nicht, wie das war. Was, wie? Boneless oder so? Keine Ahnung. Wurde nicht released oder so, aber ja, für mich auf jeden Fall Sparking Zero, ganz klar, Dragon Ball. Und ist Point and Click bei euch ein Thema? Bei mir habe ich nicht so die Erfahrung, aber okay, alles gut. Bei dir eher ja. Genau, da würde ich euch nämlich sonst The Twisted Tale empfehlen. Das ist ein handgezeichnetes Point and Click. Die Eva, das ist die Dame mit der Brille da. Ja. Die macht alles komplett alleine. Alleine komplett? Alles von der Hand. Ne? Okay. Und es ist ein super schönes Adventure. Das erste Kapitel ist jetzt erschienen. Ja. Man kann auch eine Demo auf Steam spielen. Ne? Okay. Mal so ein kleiner Geheimtipp, weil das ist echt wunderschön. Und die Arbeit von einer Person, die dahinter steckt, ist einfach nur wow. Ja, danke. Also auch noch ein kleiner Geheimtipp, weil auch hier im Retro-Bereich kann man halt auch Spiele kennen. Ja, sehr, sehr gut. Manuel, ich bedanke mich auf jeden Fall. Sehr gerne. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall später. Messe, vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall Grüße gehen raus an Sammler Schutzhüllen. Besucht auf jeden Fall seine Seite auf Instagram, auf YouTube. Er macht richtig coole Schutzhüllen, ne? Wenn ihr irgendwie Anfragen habt, wenn ihr irgendwas irgendwie erstellt haben bekommt oder irgendwie was Neues extra für euch gemacht, er macht das auf jeden Fall für euch auf Anfragen. Alle eure Wünsche können euch eingehen und ja, vielen, vielen Dank und wir sehen uns. Ja. Danke dir und noch eine schöne Gamescom wünsche ich Dankeschön euch, ne? Auf jeden Fall. Wir sehen uns, bis dann, bis später. So, meine Session-Freunde, der gute Manuel hat uns was empfohlen gerade, wo wir gerne mal das abchecken möchten. Und zwar, hier ist eine junge Dame hier. Hallo. Hi. Grüß dich, ich bin der Toni. Ich bin Toni Goku, grüß dich. Und der gute Manuel wollte mal mir was empfehlen. Ja. Kannst du mir was zeigen, vorstellen, dein Projektspiel? Also, ich bin die Solo-Entwicklerin von diesem Spiel hier ganz rechts. Okay. Das heißt The Twisted Tale und es ist ein humoristisches, klassisches Point-and-Click-Adventure-Game. Okay. Sieht aber irgendwie interessant aus. Also, kann man das schon kaufen oder kommt das erst noch raus? Also, ich veröffentliche es in Kapiteln. Das erste Kapitel ist schon draußen. Okay. Ist auf Steam und itch.io verfügbar. Okay. Ihr könnt aber auch die Demo runterladen. Das ist quasi das erste Kapitel mit einem Timestempel. Mhm. Einfach ausprobieren. Okay, also kann man es einfach online abchecken und so weiter. Kann man runterladen. Genau. Hast du irgendwie so ein Kärtchen, irgendwas da, dann nehme ich was mit? Ich habe einen Sticker. Perfekt. Ja. Ja, sehr gerne. Ja, können wir gerne mal abchecken, Leute. Also, wird ihr dann im Video auch, wie ihr sagt, sehen.
Und ja, interessant. Nehme ich mir mit. Und ihr bleibt noch bis morgen auch noch hier? Ja, ich bin die ganze Woche hier. Ganze Woche, okay, alles klar. Ja, sehr cool, aber sieht interessant aus. Kann der Felix mal kurz rein? Hast du schon geschwenkt? Bist du geguckt? Hast du schon. Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Dankeschön. An eine schöne Messe. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis später. Bis dann. Danke. Okay, tschüss. Spaß. Danke. Was geht ab, meine lieben Session-Freunde? Ja, ich bin jetzt gerade angekommen zum Dragon Ball Sparking Zero Stand. Hier seht ihr es auf jeden Fall, es ist mega voll. Tag Nummer 2, ich bin schon mega gehypt drauf, das Spiel wieder anzuspielen. Gestern war ich ja da, habe ungefähr 10 Minuten gespielt, aber es war für mich nicht genug. Deswegen möchte ich ein bisschen mehr da reinknallen, ein bisschen mehr Gameplay sehen, ein bisschen mehr Szenen sehen und darüber auch mehr erzählen für euch. Deswegen seid gespannt, ihr werdet dann nachher was von mir hören, auf jeden Fall im Livestream oder allgemein im Video. Deswegen euch ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, wir gehen jetzt rein, wir zocken das Spiel und dann wird auf jeden Fall mega eskaliert. Denkt dran, 11. Oktober ist Release, deswegen holt das Spiel auf jeden Fall. Es wird mega cool. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns später. Let's go! Wow! Er wird ein Super Saiyan God. Oh oh, gefährlich. Wow, Alter. Wie kann eine Grafik so geil aussehen? Hier habt ihr den Beweis, Leute. Mega. Alter, ist aber weg damit. Und jetzt. Boom! Treffer! Ja, der trifft, aber der war nicht so krass. Wie kann man denn so fliegen, wenn man mit der Kai schnell fliegen kann? Weißt du? Weißt du? Okay. Aber ich denke immer so ähnlich wie im alten Teil. Ah, okay. Aber kann doch der Charakter irgendwie wechseln, ey. Oh, der ist total war drin. Der war drin. So, jetzt. Wow, wow. Alter Schwede. So, jetzt. Finisher. Ah. Jetzt kriegst du, was du brauchst. Wie geil. Das ist doch geil. Boom. Wir daneben. Scheiße. Aber egal. Was geht ab, meine Sergeant Friends? Ja, wir sind gerade von der Gamescom raus. Ja, Tag 2 ist erfolgreich absolviert worden von uns. Hat echt mega viel Bock gemacht. Wir sind ein bisschen früher rausgegangen, damit wir nach Hause gehen können, damit wir morgen, also den Sonntag, mehr fitter sind. Aber es hat richtig Bock gemacht. Mein Fazit zu Tag Nummer 2 war mega cool. Ich habe heute mehr das Dragon Ball Sparking Zero angespielt. Es war fantastisch. Geiles Gameplay, habe ich ja letztens noch gesagt und gestern ja genauso.
coole Grafik, ne? Es war ja mega viel los. Man musste ein bisschen länger warten, bis er dran kam, aber sonst mega cool. Habe auch einige YouTuber-Kollegen angetroffen gehabt, einige haben mich angesprochen, einige aus meiner Zuschauer, aus meiner Bubble. Wirklich mega cool. Grüße gehen raus an alle, die mich heute da angetroffen haben, mit mir Fotos gemacht haben, geredet haben. Echt, das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt ab zum nächsten Tag, also morgen. Ne? Ich werde jetzt gleich mal kurz die Zähne swipen. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Opener für Sonntag. Euch allen noch ganz viel Spaß. Euer Tony Goku. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Sergeant-Freunde. Ja, heute haben wir Sonntag. Heute ist der letzte Tag von der Gamescom. Ihr seht, der Eingang ist bereit, dass wir gleich reingehen. Ja, ich habe ja einiges die letzten Tage mit euch ja zusammen gezeigt. Es war wirklich cool die letzten Tage. Heute hauen wir nochmal richtig rein. Deswegen, wir werden jetzt noch einige Stände noch abchecken. Einige Spiele anspielen. Natürlich werde ich wieder Dragon Ball Sparking Zero anspielen zum letzten Mal heute. Deswegen es ist es ein absolutes Muss, die Gamescom halt zu besuchen. Deswegen kommt vorbei, wenn ihr noch nicht da seid. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen langsam mal rein. Euch allen noch ganz, ganz viel Spaß in den nächsten Szenen, in den nächsten Live-Aufnahmen. Deswegen seid gespannt, was ich alles so für euch bereithalte. Und ich habe schon überlegt, wir werden jetzt heute, an dem Sonntag, einige Interviews machen. Wir werden random ein paar Leute ansprechen, ein paar Fragen anstellen und dann gucken, wie Leute so reagieren. Ich bin gespannt. Seid dabei. Wir legen direkt los und wir hauen rein. Let's go. Boom. Was geht ab, meine lieben Sergeant Friends? Ich befinde mich hier in Halle 9 mit dem guten Luke. Sind wir Halle 9? Ich dachte, es ist Halle 9, 9, 9, 9, 9. Wir waren doch bei Rocket Beats immer gerade noch. Ey, wieso denke ich immer, das ist Halle 6? Alter, hast du gerade ein... Hä? Ja, deine Gehirnzelle ist... Er hat mal einen Fehler gemacht. Was ist das denn? Aber ganz neu. Ja, seine Gehirnzelle ist bei mir gelandet. Lass ihn mal quatschen. Das ist auch immer der Luke. Mein Mod, mein Brudi, mein bester Mann, Junge. Einer meiner besten Brudis. Möchtest du mir vielleicht noch einen Antrag machen gleich? Vielleicht später, ja, wenn wir allein sind. Und dann eher... Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt nach... Wo wollen wir hingehen? Halle 7. Wegen? Sega! Was denn? Wir sind hier mit Tony Goku in einem Interview. Was ist dein Lieblings-Sega-Spiel? Habe ich nicht viele. Sonic. Okay. Hast du das neue Sonic angespielt? Nein. Ja. So. Wie läuft du denn? Wir sind eine 7! Tschüssi! Okay, Phoenix, wir gehen rein. Halle 7! Mit Luke, the Master of the Universe. Nein, Phantom Thief Luke. Ja, okay. Alle immer schön Persona Germany folgen. Was sagst du dazu? Was ist denn das denn da? Nein, was sagst du dazu? Für was denn? Immer schön Persona Germany folgen, ne? Ja, natürlich. Ja, super. Jeden Tag aufs Neue. Was geht ab, meine lieben Sergeant-Freunde? Ich befinde mich hier in der Halle 5.1. Wir machen hier ein kleines Interview. Ich habe hier zwei junge Damen hier gerade kennengelernt. Das ist die Junge. Ich bin Robin. Freut mich. Und du bist die? Hi, ich bin Sue. Sehr, sehr schön. Alles klar. Ja, ich möchte gerne ein paar Fragen für euch vorstellen. Und fangen wir einfach mal die erste Frage an. Ich mache mal so grob. Was war euch das beste Highlight in der Gamescom die letzten Tage? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wieder nach einem Jahr wieder da zu sein. Okay. Beziehungsweise nach zwei Jahren, weil hat sich halt relativ viel verändert. Okay. Bei dir so genau dasselbe oder hast du irgendwie ein Highlight, was dir gefallen hat dieses Jahr? Also es ist meine erste Gamescom tatsächlich. Oh. Sehr schön, okay. Cool. Deswegen, also ich finde tatsächlich, es ist halt sehr viel und es ist halt wirklich alles toll so. Ich habe jetzt nichts, was ich präferiere. Okay. Trotzdem okay. Ist auch eine tolle Location hier. Seit jedes Jahr ist immer ein super cooles Erlebnis. Schöne, besondere Momente kann man hier erleben und ist immer sehr, sehr schön. Zweite Frage ist, kommt ihr nächstes Jahr auch wieder hin? Ja, bestimmt. Wenn es mit dem Urlaub her klappt, dann auf jeden Fall. Wieder mit Cosplay? Auf jeden Fall. Was stellt ihr da, wenn ich fragen darf? Du bist? Kushina aus Naruto. Ah, sehr gut. Okay. Ich cosplay einen Minecraft-Skin von der Streamerin. Ah, okay. Sehr, sehr cool. Supi. Die nächste Frage habe ich direkt mal parat. Habt ihr so, keine Ahnung, spielt ihr irgendwie besondere Spiele, retromäßig Bereich oder irgendwie aktuellere Spiele oder wo ich sagen kann, ey, also so aktuellere Games oder ich alte Spiele? Ich spiele eigentlich alles zwischendurch. Okay. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen, deswegen da spiele ich natürlich extrem viel. Die erste Generation oder zweite, dritte? Was ist dein Favorite? Ich glaube, meine Favorite ist die fünfte. Die fünfte, okay, auch interessant, ja. Bei dir? Ich bin tatsächlich so eher das Nintendo-Kind gewesen. Oh, Super Nintendo oder NES? Super Nintendo. Oh, sehr gut. Was ist dein Lieblingsspiel so? Super Nintendo? Oh. SNES. Einige gibt's einige, ne? Gibt einige. Donkey Country 1 bis 3. Super Mario Land.
Super Mario Land schon. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist denn so, zockt ihr eigentlich regelmäßig oder so zwischen, ab und zu zwischendurch? Also eher so täglich oder ab und an mal? Ja, tatsächlich Freizeit. Täglich. Täglich? Also nach der Arbeit ganz gerne, dann, okay. Dann nutze ich das, um so ein bisschen runterzukommen. Okay, sehr, sehr gut. Bei dir genauso? Ja, oder? Bei mir genauso. Okay. Andere Animes, die ihr so bevorzugt, was ihr auch so mögt? Ich habe tatsächlich ganz gerne Skate und so Haikyuu und so geguckt. Haikyuu. So diese ganzen so Sport-Animes, alles so ein bisschen more lighthearted, was nicht so tief dicht zerfickt wie alles andere. Oh, das war jetzt ein bisschen verbal, aber gut, da hat sie recht. Bei dir? Also natürlich Naruto ganz viel, ja. Hunter, das ist auch schön. So aktuelleres, so Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Ja. Dragon Ball vielleicht? Habe ich tatsächlich noch nicht so, also ab und zu mal, aber okay. Noch nicht ganz drin. Kennst du das Spiel Jump Force damals? Fandest du das ein Flop oder ein gutes Spiel damals gewesen? Aber war ja sag mir vom Namen was, aber... Ja. Da war so ein Crossover, da konnten die ganzen Anime-Charaktere halt zusammen kämpfen. Ja, genau. Ja, habe ich okay. Im Kopf. Ja, also, sonst irgendwelche Fragen, irgendwas? Nö. Dann war es das auf jeden Fall für das Mini-Interview. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euch nochmal ganz, ganz viel Spaß noch auf der Messe. Kein Problem. Danke, danke. Und bis zum nächsten Mal. Dann, ne? Viel Spaß. Danke, danke. Das war's. Tschüss. Was geht ab, meine lieben Sergeant-Freunde? Ich befinde mich hier auf der Gamescom. Ich bin jetzt hier in der Halle 5.1 und ich mache ein kleines Mini-Interview mit der jungen Dame. Du bist die? Kalina ist mein Cosplay-Name. Alles klar, freut mich kennenzulernen. Ja, ich wollte dir ein paar Fragen stellen und die erste Frage ist, was ist so dein Lieblingsanime, den du gerne magst oder Fan bist? Mein Lieblingsanime, ich bin mehr into Gaming, okay. Deswegen bin ich auch als Ari hier. Ja. Ich würde mal ganz basic sagen, momentan so Chainsaw Man, weil das so das Letzte war, was mich so richtig, richtig ab. Sehr guter Serie auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Zweite Frage ist, was ist denn so dein Lieblingsspiel, was du gerne anspielst? Sei es retromäßig oder aktuell? Also ich habe sehr spät, erst dieses Jahr, Nier Automata kennengelernt. Okay. Und das Game hat es mir richtig angetan. Ich habe auch vor 2 Tagen To Be gecosplayt. Also ja, das Game hat mich richtig abgeholt. Sehr, sehr gut, sehr interessant. Die dritte Frage ist, bist du heute zum ersten Mal hier dieses Jahr oder schon mehrere Mal die Tage jetzt hier auf der Gamescom? Und was ist so dein Highlight gewesen dieses Jahr? Also ich bin erst das 2. Mal hier. Oh, ich war okay. Letztes Jahr zum ersten Mal, ich cosplay auch erst seit einem Jahr. Sehr schön. Machst du das beruflich oder eher hobbymäßig? Eher hobbymäßig. Auch schön, ja. Ja. Solange es Spaß macht, ne? Ja, also highlightmäßig schwierig, weil ich bin sehr viel im Cosplay unterwegs gewesen. Und ich habe auch mit einem Cosplay fast nichts gesehen, weil ein Auge verdeckt war. Also To Be sieht leider nur mit einem Auge. Oh, also auch nicht gut. Bin rumgelaufen. Okay. Und ich bin auch jetzt gerade erst angekommen, sehr spät. Also viel habe ich nicht gesehen, aber Assassin's Creed Shadows fand ich relativ Oh ja, war ich auch noch eben noch gewesen vor einer Stunde. Sehr genau, geiles Gameplay. Ich wollte die Story war geil, Storyline. Ich wollte mir das Video angucken, ja. Aber ich hatte jetzt noch nicht die Gelegenheit, mich so lange anzuschauen. Oh, da machst du auf jeden Fall. Wirst du dich bereuen. Same. Ja, okay. Magst du eher deine Lieblingsserie, TV-Serie, Real-Life-Serie? Hast du da irgendwas im Ausschau, was du gerne magst? Oder hast du einen beliebten Synchronsprecher oder Synchronsprecherin, die du gerne feierst? Im deutschen Bereich oder englischen? Eher schwierig. Okay. Ich schaue eher weniger Serien, aber ich freue mich, dass Arcane Season 2 jetzt rauskommt. Okay. Ist ja auch wieder Gaming-related, aber ja, schön. Ich bin jetzt nicht so sehr in Serien, aber Arcane, doch. Ja, alles klar. Ja, das war's auch schon. Danke für das Interview. Vielen lieben Dank. Dir noch eine schöne Messe auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich danke euch. Tschüss. Was geht, meine lieben Sergeant-Freunde? Ja, die Gamescom 2024 ist so gut wie vorbei. Wir machen gerade Roland eine Chili-Mini-Runde. Bisschen chillen, bisschen ausruhen, bevor wir nach Hause fahren. Es war eine unglaubliche Gamescom. Es war mega cool. Dieses Jahr war es wirklich wild. Letztes Jahr war es auch krass, aber dieses Jahr war es sowieso mega stark. Hat mir sowas von viel Spaß gemacht. Ich habe einige aus meiner Community getroffen, einige meiner Zuschauer, einige YouTube-Kollegen von mir, einige, die mich sogar erkannt haben von YouTube, von Instagram, von Twitch. Es war wirklich wahnsinnig. Ihr habt es ja, glaube ich, in Instagram-Stories so ein bisschen gesehen. Ich habe jeden Tag ein paar Bilder gepostet und so weiter. Es war wirklich mega cool. Also für die Leute, die noch nie auf der Gamescom hier waren, Leute, nächstes Jahr im Kalender anstreichen, kommt vorbei, es ist für jeden was dabei, für jeden Retro-Gamer, für jeden Anime-Fan,
Manga-Fan. Die Nerdkultur ist wirklich für jeden was dabei. Leute, kommt vorbei. Es waren so viele Stände, so viele Games konnte man anspielen. Wir haben uns das neue Assassin's Creed Shadow angeguckt in Gameplay. Erstes Gameplay-Material haben wir gesehen, plus Trailer. Wir durften auch keine Aufnahmen, keine Fotos machen, haben die ja extra gesagt. Aber für mich ganz klar, war für mich definitiv Dragon Ball Sparking Zero das beste Highlight für mich. Natürlich, ihr wisst, Dragon Ball-Fan, klar. Ich bin damit sowas von gehypt seit Anfang des Jahres. Und ich freue mich schon, wenn ich es bald in den Händen habe. Wenn euch dieses Gamescom-Vlog gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Kommentiert in den Kommentaren, wie bekannt ich auch, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir eure Meinung mal rein, was euch so am meisten aufgefallen ist. Was war für euch der Lieblingsstand, den ihr so in meinem Video gesehen habt? Oder ist euch irgendwas aufgefallen, was ich euch eher gezeigt hätte oder müsste? Oder habt ihr irgendwie Anregungen, was ich nächstes Jahr hier machen könnte? Oder neue Ideen, neue Vorschläge, ne? Alles unten reinschreiben, ich lerne immer mehr dazu. Und wenn euch dieses Format gefällt, meine Tonigoko on Tour Folgen, dann lasst mir sehr gerne ein kostenloses Abo da, um weiterhin super coolen Content von mir zu sehen, sei es Flohmarkt Folgen, sei es meine Pickup Folgen, sei es meine Tonigoko on Tour Folgen, wenn ich weiter wegfahre, so wie hier. Das ist für mich mein Highlight immer jedes Jahr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, euch allen wünsche einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder wann ihr auch immer das Video anguckt. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Passt auf euch auf, haut rein, euer Tonigoku. See ya!